Wir leben in einem Sonnensystem, das ungefähr 8 oder 9 Planeten hat. Unsere Erde ist ein Gesteinsplanet und etwa 10.000 Kilometer im Durchmesser groß, etwas größer als die Venus, die unser Schwester- oder Zwillingsplanet auch genannt wird. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Reise und zeige euch, wie klein die Erde und die Sonne in Wirklichkeit ist. Der Neptun zum Beispiel ist etwa 4 bis 5-mal so groß wie die Erde. Dann haben wir den Saturn, der wiederum 3-mal so groß ist wie der Neptun. Und der Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem, der doppelt so viel Masse beinhaltet wie alle anderen Planeten zusammen. Doch der Jupiter ist ein Zwerg im Vergleich zu unserer Sonne mit 1 Million Kilometer Durchmesser. Sirius A, ein weit entfernter Stern, ist doppelt so groß wie die Sonne, 2 Millionen Kilometer. Pollux ist dann wiederum fast 6-mal so groß wie Sirius A. Dann haben wir Arcturus, einen roten Riesen. Aldebaran, auch einen roten Riesen. Dann kommen wir zu weiteren Größenordnungen wie Rigel, einem blauen Superriesen oder blauen Überriesen. Dann dem sogenannten Pistol Star oder Pistolenstern, einem blauen Hyperriesen. Dann ein roter Supergigant, Antares A, Mu, Cephei. Auch ein roter Überriese. Und dann der größte bekannte Stern unserer Galaxis, VY Canis Majoris. Dieser Stern hat sagenhafte 10 Milliarden Kilometer Durchmesser. Vergleichen wir das mit unserer Erde, so ist unsere Erde 1 Million Mal kleiner als VW Cephei. Und wenn wir daran denken, dass solche gigantischen Sterne wie diese VW Cephei nicht die größten Objekte im Universum sind, sondern dass auch Sterne sich zu gigantischen Galaxien zusammentun oder schwarze Löcher existieren, die noch viel größer sind als diese Riesensterne, dann müssen wir uns vor dieser Größe verneigen und anerkennen, dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind, dass wir nur ein Bestandteil dieses ganz großen Kosmos sind. In diesem Sinne, möge euch diese Größe nicht eingeschüchtert haben und möget ihr die gleiche Faszination für die Astronomie verspüren, wie ich das tue.